Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notruf M und heute sind wir wieder als GSG 9 Einheit unterwegs. Ich würde sagen, wir holen uns direkt erstmal hier ein Auto. Ich glaube, am besten gefällt mir tatsächlich der Kondor immer, der ist ganz cool. Und ihr seht schon, Leute, ich habe tatsächlich jetzt auch einen Helm an. Ja, viele haben mir geschrieben, dass ich einen Helm anziehen kann. Ich habe auch direkt eine Weste angezogen, sieht ganz nice aus. Ne? Danke auf jeden Fall an euch, weil es sah ein bisschen komisch aus. Und was wir sogar jetzt haben, ne, dass viele Leute, die gerade am Handy sind, gerade RIP. Aber wir haben auch eine Nachtsicht, ja. Weiß zwar nicht genau, was das bringen soll. Wahrscheinlich sieht man die anderen Leute. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Aber ansonsten würde ich sagen, steigen wir schon mal unser Auto ein. Machen schon mal hier Blaulicht einfach mal vor sich selber an. Na, wo ist das denn jetzt hier? Auf jeden Fall alles neu. Hier sieht man, seht ihr auch, Leute, ne? Alles neu, so soll es sein. Zack. Schon mal Sirene an, dann passt es schon mal. Denn gestern kam tatsächlich ein Update. Für euch, wenn das Video rauskommt, dann ist es vorgestern gewesen. Ja, dazu kommt auch noch ein Video hoffentlich. Also höchstwahrscheinlich kommt da noch ein Video zu. Aber genau, ansonsten, wie gesagt, gibt es unter anderem jetzt auch ein neues Design hier mit dem Handy. Sieht echt nice aus. Ich muss sagen, etwas zu groß noch. Ne? Ihr seht selber, okay, das ist gerade anderes. Aber wenn ich wohl das, ne, das auch nicht. Warte, wo ist das gewesen hier? Wo war das denn hier zum Beispiel? Ja, weiß ich, hätte man. Ja, wo war das denn jetzt hier, Mann? Irgendwo war das hier. Das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht hier. War doch gerade hier irgendwo. Da fand ich ein bisschen das Handy zu groß für. Ja, genau, hier zum Beispiel. Ne? Da haben wir jetzt so viel Freifläche. Keine Ahnung. Vielleicht kann man die Buttons größer machen, aber keine Ahnung. Ist ja nicht mein Ding. Da habe ich auch keine Ahnung von. Wir gucken aber erstmal so, wer ist denn so gesucht hier, Leute? Also, gesucht werden schon hier 6 Leute. Save der. Wisst ihr, was wir machen? Hier ist ja so ein Hotspot, ne, Leute, wisst ihr ja. Ich mache einfach ein paar. Nee, so nicht. Ich mache einfach ein paar Nagelbänder jetzt hier. Hier so, einfach mal so auf. Entspannt einfach mal hier so und entspannt einfach mal hier so. Dann stehen hier einfach schon mal 2 Nagelbänder. Das heißt, wenn einer hier durchfährt, der es wanted, dann war es mit dem Reifen. Und wir haben ja auch hier die Speedometer-Pistole. Ne? Das heißt, so schnell fährt dann ein Auto. Mal gucken, ob wir heute so ein bisschen was machen können. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir gleich einen Einsatz haben. Ansonsten warten wir eben ganz kurz hier. Leute, hier wird schon geschossen, gerade scharf. Ich glaube, der Kollege da. Der muss schleunigst festgenommen werden. Hier brennt auch ein Auto. Ich weiß noch nicht, ob der auch gesucht wird, der hier, aber du bist gerade uninteressant. Du, mit der Waffe bist gerade sehr interessant. Da ist er. Den holen wir uns erstmal, Leute. Den holen wir uns. Okay, der schießt auch direkt auf uns wahrscheinlich, ne? Wir müssen aufpassen. Jawohl, Taser war sehr nice. Und erstmal festnehmen den Kollegen. So, wie gesagt, ich tue ungerne schießen. Habe ich, glaube ich, schon oft gesagt, aber weiß nicht. Ist halt blöde, wenn man. Oh, das noch. Okay. Moment, 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 Moment. Renn, 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 renn. Oh Gott. Junge Dame, bleib mal stehen bitte hier. Okay, verfehlt. Das Ding ist jetzt, warte mal, der kommt, der kommt, der kommt. Jawohl, nice, nice, nice. Den haben wir auch sehr schön, Leute. Sehr, sehr, sehr schön. Ganz wichtig war das so. Ja, wie gesagt, ich kann hier halt auch, eigentlich theoretisch könnte ich die einfach erschießen. Aber, ne, dafür ist die GSG 9 ja. Aber ich muss sagen, da muss Notruf M noch irgendwas machen. Also irgendwie, das ist so, wenn man die erschießt, dann sind die halt nicht im Knast und nee. Okay, ist ein Offline-Gang. Ja, ein Offline-Gang, sehr gut. Kannst auch offline, wenn du Bock hast. Ne? Da muss ich auch mal ein Video machen, glaube ich. So meine Update-Ideen oder eure Update-Ideen für Notruf M. Da gibt es auf jeden Fall auch bestimmt ein paar Sachen. Unter anderem hier mit dem Handy, aber das sind halt so kleine Sachen. Dass einfach schon automatisch alles geordnet ist für den Polizist. Ja, der ist offline. Automatisch alles geordnet ist. Weil normal, wenn man Handy reingeht, als Polizist zum Beispiel, dann ist halt so Wirrwarr, ne? Seht ihr selber. Okay, hä? Werden gar nicht alle angezeigt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 1, 2, 3, 4, 4, 5, doch mehr, egal. Was ist das jetzt hier? Versand, was soll das hier sein oben links? Ich kann nicht mal lesen, das ist nur Hashtags die ganze Zeit. Ich gehe mal auf die Karte gucken. Karte? Wo ist die Karte, Leute? Ich habe vergessen, wo die Karte ist, hä? Gibt es keine Karte mehr hier? Wie geht denn die Karte auf, Leute? Hä, bin ich dumm gerade? Ich weiß nicht, wie die Karte aufgeht, mehr M? Inventar ist das da. Ich bin gerade total irgendwie planlos, glaube ich, gerade irgendwie, hä? Mach ich denn die Karte auf, Leute? Gibt es nicht mehr eine Karte mal hier irgendwo? Ich hab gerade voll vergessen, wo die Karte ist, Leute. Keine Ahnung mehr, Alter. Ich hab total gerade den Brain-Lag einfach, egal. Wir tun einfach mal so, als wäre nichts gewesen. Du bist auf jeden Fall gesucht, Kollege, ne? Ja, du bist gesucht. Den fahren wir hinterher. Der fährt in den Nagelbänder rein. Na gut, ja gut. Was hat der vor, der Bray? Aber nein, wo geht die Karte doch mal auf, Leute? Es ist doch. Warte mal. Keine Ahnung, irgendwie. Jetzt. Ich bin irgendwie überfordert. Aber der Kollege, den muss ich mal eben kontrollieren. Den Polizei. Mal gucken hier. Wer ist das denn da drin? Junge Dame, wie heißen Sie? Arnel. Okay, du bist aber in Ordnung, glaube ich, ne? Ja, du bist ja in Ordnung. Ich hau dich jetzt erstmal. Geht nicht, kann ich nicht hauen. Doch, jetzt kann ich hauen. Oh, ich habe irgendwie die Handschellen ausgerüstet, aber egal. Ja, rennen wir um dein Leben, würde ich sagen. Ich steige erstmal in meine Karre ein hier. Und
kontrolliere erstmal ein paar Fahrzeuge hier. Das wäre ganz nice, wenn wir irgendwie es schaffen, so einen kleinen Kontrollpunkt zu errichten. Ihr wisst, was ich meine so? Ich chill hier in der Base, mache über meine Radarpistole. Obwohl, warte, wie wollt ihr das ausfinden mit der Night Vision, ne? Sollten nochmal für die Handyspieler, die nachts um 3 Uhr nachts das Video gucken, ne? Nochmal RIP an euch. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Okay, keine Ahnung, wo der hin ist. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir einen finden hier. Ist der irgendwie da oben? Warte mal, ich habe ja die Drohne. Drohne, fahren wir eben da hoch. Aha. Da ist aber einer, ein Ziegen heißt der. Ziegen. Der gesuchte Ziegen? Nee, auch nicht. Na gut, nochmal Glück gehabt, Kollege. Da gehe ich nochmal oben hier. Keiner drin. Da ist einer drin. Okay, warte mal. Jetzt geht der wieder runter. Aha. Was hat denn der Kollege davor? Kollege. Night Vision? Okay, nee, glaub, funktioniert nicht. Ja, gut. Lass ihn einfach da machen. Ja, wer schießt denn da? Lol, der ist wanted, Alter. Okay, was? Hä? Der wurde einfach erschossen, der arme Brie, ey. Oh, Mann. Ja, das tut mir sehr leid, ne? Das tut mir ja wirklich sehr leid. Was ist das für einer? Luca? Ist ein Polizist? Ein echter Polizist? Ja, ne? Ja, okay. Nochmal Glück gehabt. Ne? Messi. Aha. Und was geht hier ab, Jungs und Mädels? Alles noch Kontrolle hier? Ja, ne? Ja. So, Leute, ich habe mir eben ganz kurz den Server gewechselt und ihr seht schon, ich habe eigentlich die Karte wieder. Und wir sehen auch schon, da drin befindet sich einer, den möchte ich gerne festnehmen. Also bleiben Sie aber bitte raus da und Sie sind auf jeden Fall gesucht an der Straftat. Ich weiß noch nicht warum, aber auf jeden Fall kommen Sie es bitte mit. So, ja, ich habe auf jeden Fall die Karte, wie ihr seht, wieder oben rechts. Keine Ahnung, warum die weg war, aber auf jeden Fall ist sie jetzt ja da. Und ich habe ein neues Auto mir geschnappt, ne, Abwechslung so ein bisschen. Und den Kollegen bringen wir auf jeden Fall erstmal ins Gefängnis. Oh, da sind wir auch schon angekommen, endlich, ne, nach 30 Jahren. So, zack, raus mit dir hier und ab ins Gefängnis mit dir. Schönes Geld wieder. So, ich glaube, diese Person da, beziehungsweise das Fahrzeug vor uns, ich glaube, das wird gesucht. Ich habe gesehen, TV437. TV437, was auf jeden Fall gesucht, das Ding. Also müssen wir es irgendwie erstmal anhalten. Das machen wir, indem wir jetzt einfach hier so, ne? Einfach so eine Nagelband unter dem Auto platzieren. Das ist auch geil, ey. Nicht schlecht. Weiter geht's. Also müsst ihr auf jeden Fall eine Verfolgungsjagd machen. Der rennt auch schon, oder besser gesagt, fährt. Ich glaube, rennen geht schlecht, aber fährt auch schon ganz schnell weg hier. So, den müssen wir irgendwie. Ja, genau so. Genau das wollte ich machen. Genau das wollte ich machen, genau. Okay, er ist einfach in die Baustelle reingeknallt. So, bleib mal stehen, Kollege. Jetzt reicht's auch langsam. Mit deiner. So, der ist offline. Okay. Die sind beide offline gegangen. Ja. Dann geht halt beide offline. Mir auch egal. Krieg ich trotzdem mein Geld. Ne, so schnell kann es auch gehen, Leute. So schnell kann es auch gehen. Da ist einfach. Wer ist das denn da? Milan, der gesucht Kollege da. Irgendwie versteckt er sich so komisch da. Seht ihr das, Leute? Nee, der versteckt. Okay, sieht aber aus, als würde er sich verstecken da hinterm Haus. Weil der wanted ist oder crime, hat er gesagt. Aber naja. Wen haben wir denn da vorne? Haben wir da den ersten Leichenwagen? Was? Da gibt es keinen Leichenwagen. Weil es gibt auch seit gestern einen Leichenwagen-Job, also einen Bestatter-Job. Deswegen habe ich es gedacht. So, wie heißt der? Speedy? Irgendwas ist Speedy, glaube ich, ne? Spirit, kann das sein? Speedy. Oh ja, Speedy. Die werden beide gesucht. Also, ich glaube, der wird gesucht hier vor mir. Im schwarzen Van. Da brennt einfach mal die Polizei weg. Einfach mal ein Polizeiwagen angezündet, was auch immer. So, den müssen wir auf jeden Fall hier festnehmen, den Kollegen. So, mal gucken, ob wir irgendwie da so ein Nagelband unterm Auto setzen können oder was, keine Ahnung. Ob wir es kaputt machen können vielleicht hier irgendwie. Ja, passt, passt, passt. So, Kollege, jetzt reicht's auch langsam hier. Oh, nein, nicht nachladen, andere Waffe. Oh nein, nicht erschießen, nicht erschießen. Erschießen, nichts gut, diese. Okay, Leute, ich mache eine geile Verfolgungsjagd jetzt, komm. Kann ich seine Reifen kaputt machen noch ein bisschen? Warte mal, da ist auf jeden Fall schon kaputt. Jetzt haben wir den so ein bisschen, glaube ich. Ich kann nicht mehr. Hä? Habe ich geschossen schon? Lol. Hallo? Geht's noch? Ich weiß nicht, ob der gesucht wird oder der leckt aber richtig extrem weg, Alter. Der leckt aber richtig extrem. Da fahren wir jetzt erstmal hinterher, würde ich sagen. Sein Freund da, Kollege, Fluchtfahrer, aufpassen, Krankenwagen. Wo ist der hin, Alter? Der hat sich weggeleckt einfach. Kann sein, dass er Richtung, okay, die Bank brennt. Kann sein, dass der Richtung Bank gefahren ist. Würde ich einfach mal so grob vermuten. Keine Ahnung. Da ist es doch, oder? Das ist das Fahrzeug, doch. Das ist das Fahrzeug. Da vorne ist er. Da vorne ist er, da vorne ist er, da vorne ist er. Da liegt einer am Boden. Okay, warum auch immer. Da ist er, da ist er, da ist er. Oder die sind da, einfach besser gesagt. Kann ich aus dem Auto eigentlich tasern? Geht das? Das geht tatsächlich, aber ich habe sie nicht getroffen, glaube ich. So, Junge, damals reicht es langsam hier mit ihrer Flucht. So, ich nehme mich erstmal fest hier. Ich weiß nicht, ob du gesucht wirst. Oh, ja, 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 ja. Okay, ich springe erstmal. Okay, ich muss den eliminieren, den Kollegen. Der wird ein bisschen zu kriminell hier. Ja, warte mal. Ne, muss ich doch nicht eliminieren. Haha, lol. Ja, dann Lukas, ne, auch für dich. Heißt es dann. So, Verband muss ich eben haben. Oh, ich habe keinen Verband. Okay, ich muss gleich eben zur Polizei. Muss ich ja wahrscheinlich eh. Wegen den Kollegen. Und da muss ich mir gleich einen Verband holen. Ansonsten sieht das nicht so gut aus für mich. Aber ansonsten kommen die erstmal ins Gefängnis. So, ne, die haben es auf jeden Fall probiert, habe ich gesehen, ne, die beiden. Aber
Genützt hat das denen eigentlich gar nichts. Das Auto ist kaputt bei den beiden und ja, die müssen trotzdem ins Gefängnis. Deswegen hat es sich nicht gelohnt, wirklich. So, dann hier ganz langsam fahren. Ne? Ich darf gar keinen Unfall verursachen. Solange ich hier irgendwie, naja, halbwegs normal fahre, dann passt das erstmal. Weil ich aber gleich gegen die Wand knall, dann bin ich vielleicht im Zweifel tot und das ist nicht so gut. Deswegen ganz langsam fahren und da sind wir auch schon. Das heißt, wir haben es geschafft erstmal. So, junge Dame, dann kommen Sie bitte raus hier. Auch Sie, junge Dame, auch bitte rauskommen, bitte. Auch Sie raus, bitte. So, perfekto. Da würde ich sagen, gehe ich mir eben ganz kurz einen Verband holen. Meine Wunden hier auf jeden Fall. So, was ist denn gewesen? Ich glaube, hier war das. Nee, was nicht. War das hier? War das. Gottes Willen. Zauberstab? Ja, ein Zauberstab bei der Polizei, man kennt's. Dachbandage. So, dann hier ausrüsten und dann erstmal schön benutzen. Ne? Geht einem doch schon viel besser. So, der Kollege hier, den müssen wir auf jeden Fall auch festnehmen, Leute. Weil der wird gesucht, der springt aber gerade ein bisschen rum hier wild. Oh nein, bleib stehen hier. Hallo? Hallo? Was hast du denn jetzt hier? Also einfach auf den. Hallo? Ne, okay, jetzt ist auch noch voll. Okay, warte, dafür müssen wir der ja. Den dürfen wir nicht entwischen lassen, der Kollege. Jetzt backt er irgendwie im. Okay, warte mal. Ja, komm mal schön rein hier, warte. Ja. Warte, hier haben wir jetzt auf jeden Fall. Einmal hier festnehmen. Da, jetzt haben wir dich auf jeden Fall. Zack. Und sie werden auf jeden Fall gesucht und beschuldigt als Straftat. Sie haben das Recht zu schweigen und sie können sich einen Anwalt holen oder auch nicht. Und dann, genau, Pech gehabt. So, ich würde sagen, den Bre bringen wir noch ins Gefängnis rein. Und da haben wir noch einen Raub. Raub. Was? Die Bank wird ausgeraubt gerade. Wer redet, es brennt. Was ist denn bei denen verkehrt hier, Leute? Okay, warte mal. Oh, da müssen wir GSG 9 stürmen hier. Die hat eine Waffe auf der Seele. Da stürmen wir auf jeden Fall. Ja, falsch abgeschossen, aber egal. Ja, einfach ein bisschen Kollateralschaden. Ah, ein bisschen rumschießen. Warum nicht, Leute? Warum nicht? Einfach Spaß. Da ist er. Jawohl, immer mehr drauf schießen da. Okay. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Schaden gemacht, den hoffentlich. Deswegen, lassen wir den erstmal weiterfahren, als wäre nichts gewesen. Und der arme Bre, der Bacon-Skin, der kommt euch wieder ins Gefängnis. So, dann würde ich sagen, hier lang schön umdriften um die Kurven. Das läuft ja wunderbärchen. Ne? Wunderbar läuft es, Leute. Und ansonsten würde ich auch schon langsam sagen, wie wir den weggebracht haben. Das war's für heute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr unterstützen und würde mich auch freuen. Und ansonsten schreibt einfach rein, was ihr noch für Ideen habt für Notruf-M. Was könnte ich für Videos machen? Schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ciao, haut rein.